Recht herzlich willkommen zu Tag Nummer 18 von This War of Mine. Ja, Bandagen gebracht, lass mich in Ruhe. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe die Bandagen gebracht, jetzt lass mich in Ruhe. Was hat er denn für ein Problem, dass er das sagt? Keine Ahnung. So, mal schauen, ne? Katja. Scheiße, die Hunde sieht ernst aus, deswegen haben wir auch Bandagen. Es scheint so, als würden wir Marin anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Okay, dann wird er krank. Und da gibt's auch noch was zu lesen, dann machen wir das mal schnell. Es war hart, aber die Frauen von meiner Straße gaben ihr Bestes, um schön auszusehen. Sie waren immer sauber und trugen ihre besten Kleider. Ich sage euch, das war ein Blick beim Aufstehen. Anstehen für Wasser sahen sie so aus, als ob sie ins Theater gehen würden. Und mein Junge hatte noch eine andere Idee. Und darunter steht noch was, aber... Ich weiß, dass es falsch ist, aber wir müssen nehmen, dass wir brauchen, sonst haben wir keine Chance, genau. Hat noch einer was? Ja, Marin hat auch was zu erzählen. Ja, er bezweifelt, dass es nötig war zu stehlen bei den alten Nonnen. Andere Möglichkeiten, was wir brauchen, ja. Glaube ich aber eher nicht, weil wir hatten das jetzt schon woanders probiert und keinen Erfolg. Bruno hat etwas Nahrung, ich muss etwas essen. Es ist mir völlig egal, woher wir die... wo Pavel die Vorräte geholt hat. Genau so ist es. Und Katja, diese älteren Leute haben Familie, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Ja, schade. So, was machen wir? Ich lasse es jetzt mal... Katja ist traurig, schwer verletzt. Okay, dann geht sie erstmal sich eine Bandage nehmen. Und Bruno kann auch Essen kochen. So, um das hier zu kochen, bräuchten wir Gemüse, haben wir nicht. Also brauchen wir das. Und da können wir hiervon machen, haben wir auch genug Feuerholz für. Ja, machen wir auch. So, das ist Marin. Guck mal dahin, Marin, was wir da machen können. Tja, einen Filter können wir machen, aber hier. Und die Eingangstür können wir auch sicherer machen. Sollten wir das vielleicht tun? Boah, so viele Teile braucht das. Ist ja jetzt voll doof, oder? Ich glaube, das überlege ich mir nochmal. Und ich gehe mal gerade gucken, ob wir irgendwie die Gemüsebank updaten können, oder? Er ist voll fertig hier. Und da kommt auch noch ein Händler, auch gut. Ist jemand an der Tür. Mhm. Warte, wir müssen das da machen, Ben. Und da fehlt uns ja diese UV-Lampe, die müssen wir als erstes machen. Und die können wir wiederum hier machen, ne? Gut, Essen ist fertig. Bruno ist traurig und sehr hungrig. Dann ess mal was, Bruno. Katja ist die Falscherin, ne? Genau. Katja geht mal bitte jetzt erst dahin. Wie sieht's mit Bruno aus? Ist nur hungrig und traurig. Dann geh mal da runter oder setz dich auf den Stuhl, das geht ja auch. Katja, du sollst was essen. Warum gehst du da noch nicht hin? Mann, 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 Mann. So, leicht verletzt, traurig, müde, hungrig. Geh mal schon mal dahin. Katja isst gerade. Ja, diesmal lasse ich es mal so auf groß, damit wir auch mal die Kreaturen sehen, die hier so lang schlüren, ne? Ess mal was. Und Katja geht an die Tür. Ja, ich komme ja schon. Marin, solltest du nicht da mal gucken, was da Sache ist? Auch schön, ne? So, diese Lampe... ist da unten und können wir wohl auch machen. Dann stellen wir die doch mal her. So, Katja, jetzt frag den mal, was er hat. Okay, was haben wir? Was er nicht hat. Das wollen wir haben. Dann brauchen wir das natürlich auch. Bandage haben wir noch eine. Würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen wollen. Er hat auch Patronen. Haben wir überhaupt noch welche? Ja, drei gehen auch schon zur Neige. Was können wir denn entbehren?
Ja, die Patronenhülsen. Ja, da können wir nichts mit anfangen, einfach aus dem Grunde, weil wir sie noch nicht bauen können, oder? Das ist wohl ein Scherz, sagt er. Dünger? Das reicht nicht. Ja gut, wir können uns einigen, aber mir ist das jetzt zu wertvoll. Gut, wir können uns einigen. Das würde nicht mehr reichen. Das würde noch gehen, das nicht mehr. Und wie sieht's damit aus? Das reicht nicht. Die Bandage brauchen wir noch. Dieses Gewehr da. Mir erscheint das hier so ein bisschen, als das zu teuer wäre. Die Konserve ist zu teuer. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Aber das wäre jetzt so ein Deal, den man vielleicht machen könnte, oder? Wasser, ein Fleisch, Holz und das da als Zusatz noch. Der Filter wäre vielleicht interessanter, wie hier so ein Zahnrad. Okay, das ging nicht mehr. Geht noch um Holz. Geht auch nicht. Der Filter wäre vielleicht wichtiger wie das. Dietrich brauchen wir nicht wirklich. Ja. Ich glaube, da handeln wir jetzt erstmal. Katja geht schlafen. Vielleicht handle ich mit irgendwem anders gleich noch. Leicht verletzt, traurig und müde. Das heißt, er kann jetzt ins Bett gehen. Maren ist fertig. Müsste der doch eigentlich jetzt hier die Dinge ins Werkbank upgraden können, oder? Ach, jetzt fehlen uns die elektronischen Bauteile dann. Super. Hat er die mit? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich glaube, der hatte keine elektronischen Bauteile. Bruno geht mal ganz schnell und holt hier das Fleisch daraus. Das ist nämlich fertig. Was ist jetzt mit Maren? Irgendwie hat das irgendwie nicht geklappt. Ich weiß jetzt nicht warum. Okay. Da ist jetzt nichts, was ich sage, was wir brauchen. Diese Tür wäre sinnig gewesen, aber können wir jetzt auch nicht machen. Gehen mal dahin, Maren. Bruno sollte dahin. Ich weiß nicht, was er da macht. Oh, Zierretter hat er auch nicht gehabt. Deswegen ist er auch nicht zufrieden, ne? Ja. Elektronische Bauteile hat er nicht mit. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir entbehren können. Eigentlich möchte ich jetzt gar nichts entbehren zurzeit. Wasser haben wir gekauft. Die Zahnräder. Zwei Zahnräder für vier Teile, das ist mir einfach zu wenig, ne? Ne, noch nicht mal viermal Holz gibt's dafür, dann sind mir die Zahnräder zu gut für. Die haben für mich einen höheren Wert hier. Ein Filter brauche ich. Ja, sonst habe ich hier nichts zum Tauschen. Zurzeit nicht interessiert.
Gut, das müssen wir wieder reinstecken. Und Maren geht den Filter einsetzen. Und Bruno ist hungrig und traurig. Geht dahin. Wie sieht es denn überhaupt mit Essen aus? Sie hat genug gegessen. Er müsste noch was essen. Hungrig, leicht krank und müde. Ja, der müsste ins Bett. Gut, das machen wir. Er schläft schon. Wenn der Filter drin ist, müsste er auch schlafen, aber er schläft dann in der Nacht. Bruno ist ausgeschlafen und Katja... Ja, erholt sich, ist schwer angeschlagen. Ich glaube, das können wir so machen. Nee, du bleibst bitte schön liegen und erholst dich. Hungrig und traurig. Ist auch krank. Warte mal, wenn er leicht krank ist, haben wir dagegen was? Nee, ne? Nee, leider nicht. Keine Tabletten, keine Pillen. Ja, da können wir Brecheisen machen oder so, aber das brauchen wir nicht. Und da kommt schon die Nacht. Gut, hungrig, leicht krank, traurig und müde, geht also im Bett schlafen. Leicht verletzt und traurig, er muss plündern gehen, er steht Wache und schwer verletzt, bandagiert, traurig, bleibt im Bett. So geht's nur, oder? So. Wir brauchen immer noch Essen. Hier ist Gefahr. Ja, das ist... Materialien, Waffen und Teile brauchen wir nicht. Da ist ein möglicher Handel, eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine große Menge Waffen, eine große Menge Teile, möglicher Handel, Gefahr. Zerstörte Villa. Deserteure-Armee, was macht das Doppelhaus? Aber wahrscheinlich können wir sie verlassen Teil nach Vorräten absuchen, wenn wir am bewohnten Teil vorbeikommen können. Wir müssen halt am bewohnten Teil vorbeikommen. Ganz einfach. Da waren wir auch noch nicht. Wir sollten es doch mal probieren, oder? Die Hälfte ist eine Ruine. Mitnehmen würde ich jetzt auf jeden Fall das Brecheisen. Und die nehmen wir beide drei Sachen mit wegen Feuerholz und so, ey. Und dann gehen wir plündern. Irgendwie müssen wir das schaffen. Ist bestimmt wieder nicht einfach, aber was haben wir für eine Wahl? Da kamen die Schüsse von. Okay, er muss vorsichtig sein. So, da oben sind Schritte. Und da ist auch noch eine Stelle, wo keiner... Da steht aber die Stelle. Der geht hoch. Und das... Ich weiß nicht. Wir gehen mal vorwärts. Das heißt, da ist gar kein Weg durch, oder? Der geht zu Bett. Und der macht das Bild weg. Der geht hoch. Und was macht er? Der geht jetzt weg. Gut. Alles nehmen.
Der geht weiter. Bleibt da stehen. Wo ist er? Gute Frage, ne? Eigentlich sollte uns hier keiner hören, wenn wir hier im Keller was machen, oder? Warum läuft der immer, ha? Oh oh. Geh mal schnell da rein. So. Oh shit, da kommen wir so nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder hochgehen. Zeit läuft uns auch ein bisschen davon. Okay, das kriegt er auf. Ich glaube, da ist nur eine Ratte oder sowas. Gut. Okay, hier können wir weiter plündern. Da unten gibt es sogar einen Kühlschrank. Das war jetzt nicht viel, ne? Mach mal die Tür besser zu. Oder? Nee, wir gehen nach unten besser. Das ist da unten nur eine Ratte. Nehmen wir alles. Und den Schrank machen wir auch zu Kleinholz. Und das nehmen wir alles mit, wenn es irgendwie geht. Dann nehmen wir zweimal weniger Holz mit und dafür nehmen wir da auf jeden Fall alles mit. Okay, gucken wir mal ruhig. Ach so, da müssen wir ein Sägeblatt dann für haben, für den Kühlschrank. Super, ha? Steht da geschrieben. Hört sich super toll an, ne? Da schnell suchen noch. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so übel, ne? Dafür müsste ich aber entscheiden, was anderes hier zu lassen. Ich brauche noch zwei Elektroteile auf jeden Fall, um die Dingens machen zu können. Okay, da noch hin. Ich weiß noch nicht, ob es lohnt, hochzugehen. Jetzt haben wir drei von den Teilen, ne? Da oben ist natürlich was, ne? Hoffentlich ist da kein Sniper, der uns jetzt abballert. Das wäre nicht schön. Unwichtiges Holz. So. Ich denke mal, es wird hier hinten rausgehen. Das wäre super. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.